aus Stein, sondern aus Licht. Wir waren nicht dazu bestimmt, einzugreifen. Dennoch entschlossen wir uns, der Menschheit zu helfen. Und als wir dem Schöpfer nicht gehorchten, bestrafte er uns. Wir wurden von eurer Welt überkostet. Fels und Schlamm umschlossen unseren feurigen Glanz. Und doch lehrten wir die Menschheit alles, was wir über die Schöpfung wussten. Mit unserer Hilfe erhoben sich die Menschen aus dem Staub und wurden groß und mächtig. Doch dann verwandelten sie unsere Gaben in Gewalt. Nur ein Mensch beschützte uns. Dein Großvater Methusalem. Wir wurden gejagt. Die meisten von uns wurden getötet. Diejenigen, die überlebten, blieben Gefangene ihrer steinernen Höhle, gestrandet in dieser Ödnis. Wir flehten den Schöpfer an, uns nach Hause zu holen, aber er blieb stumm. Und jetzt behauptest du, du hättest seine Stimme gehört. Semyaza kann das nicht hinnehmen. Ein Mensch, wo die Menschen doch die Welt zerstört haben. Aber ich sehe dich an und sehe in dir einen Schimmer von Adam, dem Mann, den ich kannte. Dem Mann, dem ich zu Hilfe kam. Wachst du über sie? Sie sind in guten Händen. Großvater? Thank you.